Leute, willkommen zu einem neuen Gaming-Video hier auf unserem Kanal. Wir haben schon die letzten Tage schon mal ein Gaming-Video hochgeladen. Da haben wir diese Map hier gestartet mit diesem Zug hier. Ja, wie heißt der, Michi? Ja, das sieht aus wie die Limmat. Wie Limmat, da haben wir die erste diese Lotte Stadt hier. Ihr seht, wir haben jetzt 4.265 uns geliehen. Ja, wir müssen jetzt leider einen Kredit aufnehmen, weil ganz wichtig ist am Anfang auch den Güterverkehr mit einzubeziehen. Nicht, dass man vollends ins Minus rutscht. Also wir müssen jetzt einfach schauen, dass die Sache läuft und dass wir ins Plus gehen. Das Problem ist auch, dass diese erste Strecke relativ lang geworden ist. Ja, und dass der Zug eher Minus macht und mich hier jetzt wackeln nicht so. Du tust mir meinen Ohrstöpsel raus aus dem Ohr, okay? Okay. So geht das. Wir versuchen diese Folge hier jetzt mal mehr Geld zu machen mit einer Güterlinie. Wir wollten dieser Stadt hier, Nürnberg heißt sie, Brot zu geben, weil die brauchen Brot und Brot gibt's hier. Genau, da ist ein Bauernhof und das Bauernhof. Und nach Bauernhof gibt uns Getreide. Getreide müssen wir nach da liefern und die machen Getreide zu Brot und dann geht das gleich in die Stadt rein. Wir müssen das auch wieder mit der Limmat machen, aber nicht mit Personenwagen, sondern mit Güterwagen. Vorsicht, ich würde eher mit sowas wie LKWs. LKWs? Ja, würde ich erstmal. Wir haben leider kein Geld für große Bahnstrecken. Gucke doch mal. Du musst ja auf der LKW hier entlang fahren. Das ist eine Brücke schon. Ja, und dann hier. Ja. Was meinst du, was für ein langer Weg das ist? Wir müssen uns überlegen, was hier das Beste ist. Ja, aber Leute. Da ist doch keine. Keine LKW. Also wir brauchen eine Verbindung zwischen dem Bauernhof und der... Weil schon das hier ist lang. Der Lebensmittel... Brücke erstmal. Ja, aber da ist kein Platz mehr. Doch. Da hinten. Nein, ich baue doch keinen zweiten Bahnhof. Sekunde. Ja, dann musst du Terraforming machen. Ach ja, und hier kann ich jetzt auch einfach da... Wir nutzen einfach das andere. Was? Welches andere? Was meinst du denn? Was ist denn das? Wir können uns jetzt Industriesachen holen hier. Ja, das ist doch optimal. Da müssen wir uns ja nicht mehr verkopfen, wie wir die Sachen so schnell. Ja, aber das wäre eigentlich geil. Also das ist natürlich das Allerbeste. Also hier ist natürlich Brot. Aber wir brauchen einen Bauernhof in der Nähe. Bauernhof und eine Verteilung. Das ist optimal. Möglichst nah an der Stadt. Und möglichst nah an unserer Hauptlinie schon. Ja, das ist. Ja, oder ob wir. Also, wir müssen natürlich alles so zu nehmen, wie es ist. Aber wenn es nicht anders geht, müssen wir was erfinden. Jetzt brauchen wir erstmal einen schönen Platz für einen Güterbahnhof in der Stadt. Der wird einfach dahin gemacht, Digga. Aber wohin? Wohin? Sekunde. Wohin, Josa? Bist du da wirklich sicher? Ja. Dann musst du die Bahnstrecke kreuzen, das weißt du schon. Was dann passiert. Du musst die Personenzugstrecke kreuzen. Also wir machen jetzt hier Platz mit Terraforming für einen Güterbahnhof. Ja, hier ist jetzt... Jetzt müssen wir das nur noch rauskaspern, wie wir das mit dem Personenverkehr machen. Konfigurieren. Plattformen, Güterplattformen. Nee, das mache ich jetzt erstmal. Also wir setzen jetzt erstmal, also wir bauen jetzt keinen kompletten Güterbahnhof. So, hier sieht er. Da müssen wir eine Kreuzung bauen. So, das Dumme ist jetzt, hier muss jetzt Bahnhof hin. Also, genau. Zweigleisiger Durchkommensbahnhof. Oder wie viel Geld haben wir noch? Nicht noch genug.
Ja, genau. Ja, passt. So passt es, ja, so ist es vielleicht noch besser, ja. Genau. Ja, dann nicht das Geld dazu. Nämlich das Geld dazu, das ist aber ganz schlecht. Du musst richtig einen Kredit aufnehmen, wie gesagt. Ja, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr Geld leihen. Tja, du musst jetzt der Zug fahren. Gut, und mit dem rutschen wir noch weiter ins Minus. Ja, aber ich kann nichts mehr machen. Ich kann nicht mehr machen. Das hat einfach schon zu viel Geld gefressen, was wir da gemacht haben. Aber was wir da gemacht haben, weiß ich jetzt echt nicht, was jetzt das Geld gefressen hat. Ja, vor allem, weil wir so wenig Kunst bauten bis jetzt. Mir kann uns etwas sagen. Vielleicht hätten wir einfach auch mit dem Güterverkehr anfangen müssen. Passt kein Video mehr. Also kein Video von denen. Und könnt uns helfen, dass, ja. Vielleicht habt ihr noch einen Tipp. Nix. Also jetzt probieren wir erstmal, ob noch was hier zu machen ist. Das ist auch nur eine eingleisige Strecke, also so viel Geld kann es jetzt eigentlich nicht gekostet haben. Ja, nur eine. Durch die Tram verdienen wir auch Geld. Ja, 926. Ja, eben. Also die machen schon Kohle. Also der Nahverkehr, den darf man nicht vernachlässigen. Die Häuser auch schon etwas größer. Ja. So eine richtige Häuserzeile hier. Man sieht man, dass es so ein bisschen bergab geht. Ja, dass die Stadt da so noch neben den Industrieansiedlungen vielleicht auch noch sich irgendwo Städte noch hinbauen kann. Mehr kann man. Das, ja, aber das kostet auch wieder Geld. Sonst hätten wir ja dazwischen noch eine Stadt reinbauen können. Aber das geht halt alles jetzt nicht mehr. Was? Du kannst keine Stadt wieder wegmachen. Du kannst sie nicht löschen. Nee. Ja, die ist jetzt einfach da. Na toll, na gut, lassen wir so stehen. Also das bringt uns natürlich nichts. Das war jetzt nur ein Test, ob man das machen kann. Jetzt müssen wir aber gucken, ob wir damit die Personenzuglinie vielleicht ein bisschen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da, wo die beiden Flüsse zusammengehen, dass wir da vielleicht noch eine Stadt hinbauen. Oh. Irgendwo Platz ist. Ja, Und da, hier ist eine Stadt. dass man da noch eine kleine Station dazwischen baut. Du warst da. Da, ja, genau. Also liegt genau zwischen den beiden Städten noch eine zusätzliche Stadt, genau. Ja, genau. Ich habe jetzt mal Mitte. Mittelgroß, genau. Also da könnte man jetzt einen Durchgangsbahnhof bauen. Und dann müsste der Zug dort auch halten. Genau. Sieht das gut aus? Man muss ja mal daran denken, dass man irgendwann vielleicht die Strecke zweigleisig hat. Dann machen wir auf jeden Fall noch Platz daneben. Besonders die Verknüpfung in Bahnhöfen ist dann wichtig. Naja. Aber so sieht das schon ganz gut aus. So, Jetzt brauchen dann wir noch eine Verbindung zur Stadt. Linie verwachten. Ding. So. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Soll der Zug durchfahren oder soll er nur bis zur nächsten Stadt fahren? So, das hin. Ja, auch wieder eine Tram. Eine Tram. Ja, aber wo kommt das da oben Ja, hin? würde ich machen. Dass die Tram einmal quer durch die Stadt fährt. Da würde es Oder dann hier, machen. ist vielleicht besser. Weil da oben geht es schon in die Berge rein. So, sieht das schon nach was aus, ne? Ja.
sieht man auch schon den Höhenunterschied. Hier fährt der Zug. Ja, jetzt machen wir aber zwei Züge. Und zwei solche Züge. Sonst geht die Rechnung auf mit dem kurzen Zugstrecken. Irgendwann, wenn es dann das erlaubt ist, können wir auch das Ding weg. Und hier. Na? Und dann bräuchten wir hier Signale. Ach so, willst du das machen? Ja, dass der Zug. Nee, wir könnten das auch ganz anders machen. Dass man, dass der eine Zug erstmal nur auf das andere Gleis fährt. So würde ich das jetzt machen. Nicht, dass sie sich gegenseitig noch behindern. Das wäre noch schlimmer. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Nee, werden sie nicht. Ah, guck mal, die haben einen schönen Ausblick auf die. Ne? Na, auf die Bahnanlagen, ja. Schönes Häuschen auf die Hauptstrecke. So, mal sehen, ob der Zug das kapiert, dass der hier reinfahren darf. Und von da nur hier. Also, versteht ihr, Leute? Ja, klar, also. Jetzt brauchen wir noch Geld für einen zweiten Zug. Also das wäre ja quasi die Variante der Zweigleisigkeit in der Mitte der Strecke. Natürlich direkt am Fluss entlang ist natürlich prädestiniert für eine Hauptstrecke eigentlich. Ei. Falsch gefahren, oder? Er müsste eigentlich rechts fahren. Er hätte jetzt eigentlich rechts fahren müssen, ja. Sind denn die Signale dafür geeignet? Wegpunkte. Was sind denn Wegpunkte? Weiß ich nicht. Jedenfalls muss er dann hier halten. Hier muss ein Signal stehen, das passt, jawohl. Hier muss er halten. Und warten, bis der andere durchgefahren ist. Warte, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, was ich da gerade mache. Wegpunkt kontrolliert, wie das Ding ist, also glaube ich, dass es schon richtig ist. Die Geschwindigkeit macht nämlich auch viel aus. Die ist 5 km/h schneller. Ja gut, das ist jetzt nicht die Welt. Wir kaufen nochmal die Limbert. Nochmal mit 4 Wagen erstmal. Nee. Oder gleich mit 5. Limbert. Oder wie sie. Muss nicht die Limmat sein, aber sie sieht jedenfalls so aus wie die Limmat. Gut, ich kann einfach nur eine Lok kaufen. Nur eine Lok ohne Wagen. Bringt uns aber nicht viel loser. Ja, mehr Geld. Ja, dann warte, bis noch Geld da ist. Mhm. Also wir brauchen noch Geld für 3 bis 4 Wagen. Länderbahnzeit. Ach, da gab es noch keine Reichsbahn, noch keine Bundesbahn. Das ist noch weit, weit, weit weg. Ja, ich glaube, mit dem zweiten Zug können wir wesentlich mehr Geld machen, damit wir die neuen Loks kaufen können, die 5 km/h schneller sind. Ja, es geht einfach nur darum, dass wir jetzt erstmal, dass das Geld nach oben und nicht nach unten geht. Dass das in die richtige Richtung einfach sich entwickelt. Ja. Also, jetzt haben wir A, mehrere Dinge erreicht. Wir haben jetzt natürlich in der Mitte eine Stadt mit noch mehr Fahrgästen, die in 2 Richtungen vielleicht fahren wollen. Und wir haben 2 Züge jetzt natürlich dann eingesetzt. Und insgesamt wird sich die Fahrzeit jetzt quasi halbieren, weil die Leute nicht mehr so lange auf den Zug warten müssen. Ja. Die fahren jetzt quasi aufeinander zu, jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt wird es spannend. Die Züge fahren jetzt quasi auf Kollisionskurs. Was jetzt passiert im Bahnhof? Also eigentlich müsste jetzt der eine jetzt im Bahnhof warten und links fahren. Dann. Bis der andere, ja, es passt. Bis der andere hier durchgerauscht oder hier reingefahren ist. Das sieht doch gut aus. Also jetzt hat es jetzt geklappt. Wir haben mehr Fahrgäste, weil wir es jetzt mit 3 und nicht mit 2 Städten zu tun haben. Ja. Sollte es eigentlich klappen. Mit 3 Städten.
Also die hier scheinen sehr gut. Weil oh, guck mal hier, was da hier abgeht. Und wie steil das runter geht. Ja. Jetzt, ja, also wir brauchen einfach mehr Fahrgäste für diese Hauptstrecke. Mhm. Und wenn das jetzt scheitern sollte, dass wir noch mehr ins Minus rutschen, müssen wir vielleicht mit einer neuen Map anfangen. Ja, und dieses Mal gleich mit Güterverkehr. Güter. Ja, also ja, wie ist die Auslastung von den Zügen? 31 zu 36. Das hört sich schon mal gut an. Die andere und ist voll, oder? 23 für 24. Das ist ein ideales Verhältnis. Ein, zwei Plätze sind noch frei. Ja. Also das ist jetzt eigentlich optimal, würde ich mal sagen. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir erstmal mit dem Personenverkehr das Geld jetzt einspielen für die erste Güterlinie. Und deshalb werden wir jetzt noch ein bisschen gucken. Und ja. Also ihr habt ja schon gesehen, was wir vorhatten. Wir wollen noch, oder wir werden noch, wenn das Geld es noch zulässt, die Lebensmittelversorgung für die große Stadt dann in Angriff nehmen und haben entsprechende Werke schon platziert, dass wir nicht so lange Strecken haben. Ja, und dann würde ich mal sagen, haut rein Leute, lasst Abo-Button springen und dann würde ich mal sagen, mit diesem schönen Bild beenden wir das Ganze. Bis zur nächsten Folge. Ciao!